So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kuhmarkassen TV. Die nächsten beiden Einwürfe nehme ich mal zusammen, weil sie das gleiche betreffen. Das erste war, längere Klobürsten wären top und besseres Klopapier. Ja. Ich kann mich an eine Unterhaltung erinnern, die wir hier drin geführt haben, als es darum ging, dass wir eben von CWS, das ist ja praktisch unsere Firma, die hier die ganzen Papierrollen, Mülleimer und so weiter eben liefert. Da kann ich mich an eine Unterhaltung erinnern, als es um den Preis ging, um das Monatsabo sozusagen, und wir darüber diskutiert haben, wie viel Lagen Klopapier wir brauchen. Und der Mick dann den Spruch gebracht hat, das ist ja wie Alcatraz. Drei Lagen sind Pflicht, alles unter drei Lagen ist wie Schmirgelpapier in Alcatraz, ja genau. Kann man gleich eine Zeitung nehmen. Das ist wie im Gefängnis. So stelle ich mir das Gefängnis vor. Ja, also folgendes ist der Fall, beim Klopapier können wir leider da nichts machen, weil wir eben erstens an ein Abo gebunden sind und zweitens ist es schon die Top-Stufe. Ja. Da können wir leider nichts machen. Ich glaube, es ginge noch was, aber der Preis vervierfacht sich oder sowas, oder? Wie war das? Da war noch irgendwas, irgendwas war noch da. Oder ah, nein. Wenn wir es dann von extern kaufen würden, dann vervier- oder verfünffacht sich der Preis sogar für ich glaube, eine Lage mehr oder sowas. Also das war irgendwie, glaube ich nicht, ich glaube, es war total unsinnig. Leider. Und die Klobürsten, dass die, ich verstehe nicht, ob es da eine Norm gibt oder so, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Klobürsten sind ja unabhängig von dem Klo, das wir gekauft haben. Und, ich stelle mir gerade echt vor, wie die EU-Kommissare da zusammensitzen und eine Klobürstennorm nicht erfinden, aber ausarbeiten. Finde ich ganz witzig irgendwie. Habe ich gerade so einen Film, die Leute im Anzug. Heute sprechen wir über Klobürsten. Und dann stehen so drei Leute mit dem Anzug da und gehen so mit dem Meter ins Klo rein. So, aha, 23 cm. Stehen muss und die Borsten müssen so und so. Und die Flexibilität der Borsten, also läuft gerade alles ab. In so einem Parlamentsraum aber dann auch, in so einem Halbrondell oder was. Ja, also wie gesagt. Was war das Thema? Was wolltest du eigentlich sagen jetzt gerade? Ja, die Klobürsten, da sind wir eben auch, das ist ja auch sozusagen gemietet. Können wir auch nicht einfach austauschen. Und ich habe es aber weitergegeben an CWS an sich. Und die haben es weitergeleitet an ihr Entwicklerteam und das warten wir jetzt einfach ab. Ja, genau.